Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Suikun 2 und ich habe absolut keine Ahnung, was wir denn das letzte Mal gemacht haben, wo ich stehen geblieben bin. Oh je, dabei ist es gar nicht so lange her, aber ja. Ich gehe mal auf Verdacht einfach in die Halle. Ja, das war kein schlechter Einfall. Okay, alle Mann. Alle Mann sind hier. So, Mr. Stratege, irgendwelche neuen Pläne? Apple, erkläre die Situation. Die Highland-Armee hat South Window verlassen und ist nun auf dem Weg zu uns. Sieht aus, als würden sie frontal auf uns... Was? Sieht aus, als würde es wieder so ein frontaler Angriff werden, wie zuvor auch schon. Also immer dasselbe. Wir lassen die Hälfte unserer Armee zurück. Lord Tai wird die Haupteinheit anführen. Die andere Hälfte wird in 4 Einheiten aufgeteilt, angeführt von Victor, Flick, Sai und Camus. Sie werden dann rechts und links an den Linien postiert werden, an den Seiten. Wenn Keba direkt zwischen denen ist, werden sie auftauchen und sie umschließen. Also so umstellen. Aber was ist, wenn Keba einfach diesen Überfall ignoriert und weiter auf sein Ziel hinzusteuert, wird dann die kleine Anzahl ihn überhaupt aufhalten können? Keba und sein Sohn werden nicht in der Lage sein, unseren Plan zu durchkreuzen. Ah, du bist aber sehr selbstbewusst. Du hast dich noch niemals zuvor irgendwie verschätzt oder vertan? Die Erklärung ist beendet. Lord Tai, wenn alles bereit ist, sagen wir es so, gib bitte das Signal. Ich würde gerne noch eine Minute warten, einfach aus dem simplen Grund. Ich will mal gucken, ob ich meine Truppen verbessern kann irgendwie. Weil die sind ja im Grunde genommen frei. Da kann ich ja nichts drauf machen. Okay. Warum ist Schuh bei uns? Seit wann ist Schuh bei uns? Kann ich auch irgendwen... Mute Apple? So, es ist in Ordnung. So, jetzt kann ich ja jemanden aussuchen, dachte ich. Wie geht das denn? Ich habe das doch einmal schon gehabt. Hä? Doll? Ich hatte das doch schon mal. Das könnt ihr mir nicht weismachen. Ich habe das doch... Ja, das ist ja nur so arrangieren, hin und her Dings und alles. Ist jetzt nicht geändert, ne? Ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Mist. Toll. Super. Würde sich da was verändern, wenn da irgendwelche stärkeren Leute sind oder die Leute, die dort sind in den Teams, ein höheres Level haben? Das würde mich mal interessieren. So, Lottai, ja, wir fangen mal an, ne? Ach, das fängt ja gut an. Aber jetzt weiß ich in etwa, was passiert ist das letzte Mal. Wir waren bei den Rittern, deswegen sind Camus und der Molotow-Typ bei uns. Dann war nämlich Rattertown in Gefahr, da waren wir spionieren, haben die angegriffen. Ridley hat uns verraten, ist abgehauen. Naja, wirklich verraten, aber der hat uns halt einen Stich gelassen, ist abgehauen. Und, dadurch haben wir die Schlacht verloren, beziehungsweise mussten halt Rückzug antreten.
Und warum? Weil er so eitel ist. So, warum stehen meine Leute in der ersten Reihe? Ja, weil es halt so am von der Strategie her am besten war vielleicht. Der Typ ist ätzend. Das ist so der erste Gedanke, Entschuldigung, den man zu ihm hatte. Das ist das erste Gefühl, dass er einfach nur so ein Nerd-Typ ist. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. War eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Zwischendurch war er ein bisschen sympathischer gewesen, aber ich dachte auch, ich könnte mich halt wirklich auf ihn verlassen. Dass dann sowas kommt, na super. Okay, ja, lass uns anfangen. Hey, das Bild habe ich gesehen, als ich nach der Musik gesucht habe für die letzte Musik, für die letzte Schlacht. Ja, Victor, Flixai und Camus haben ihre Vorbereitung beendet. Ist aber schön, ne? Wie so als einzige Truppe dort, da zwei Truppen. Achso, wir sollen ihn jetzt reindocken, ohne uns zu bewegen. Also sollen wir jetzt die ganze Zeit dort bleiben. Ah, dieser Teil ist mutig. Ein mutiger junger Mann, in der Tat. Schon zum zweiten Mal steht er uns gegenüber. Es war nicht der Sohn von Genkaku. Naja, er ist eigentlich ja nicht der Sohn von ihm. Aber ohne Ridley, ja, sieht es so aus, als hätten sie nur eine kleine Chance. Aber was glaubst du, Klaus? Ich glaube, sie haben einen Hinterhalt geplant. Eine Einheit auf der rechten und eine auf der linken. Sie werden uns attackieren, sobald wir nah genug dran sind. Sollten wir also unsere Truppen aufteilen und sie in so einem Scherenangriff einsperren? Der feindliche Stratege Shu unterschätzt uns. Er denkt, wir hätten diesen Hinterhalt nicht bereits notiert. Das ist unsere beste Chance. Selbst wenn sie herauskommen, sag unsere Männer, sie sollen keine Aufmerksamkeit dem widmen und ihren Weg vorwärts weiter fortführen. Wir müssen Tai schlagen und wir werden gewinnen. Also schlagen wir Tai, gewinnen wir. So war das definitiv besser. Ja, deine Strategie klingt gut. Gib das Kommando, gib den Befehl. Okay, wir werden eine Weile zugucken. Denkt dran, wenn ihr das versaut, ne? Könnte es meiner Karriere schaden? Nochmal? Schon wieder? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir eine Chance haben. Wenn die schon nicht... Wenn die, ehrlich gesagt, schon nichts machen... Ich hätte gerne so einen Vorspulknopf. Wenn die schon nichts machen, wenn die schon den richtigen Gedanken haben. Das Problem ist nur, wenn die jetzt alle auf mich zukommen und ich soll ja eigentlich gar nichts machen und sie herlocken. So habe ich das jetzt verstanden. Ich werde sowas von drauf gehen. Oh je, oh je, oh je. Die da oben erstmal nur warten, ja schön, aber sobald da irgendeine Situation ist, werden die auch eingreifen. So 100%. So 100%, so 100%. Ich frage mich, wo der Hinterhalt stattfinden wird. Also wann die auftauchen. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe so keine gute Idee. Keine gute Idee. Was heißt hier keine gute Idee? Ah, schlimm. Kein gutes Gefühl, wollte ich eigentlich sagen. Okay, gib das Signal. Shu, ist es nicht schon zu früh? Ist es nicht noch zu früh?
Ist schon in Ordnung. Gib das Signal. Okay, alle Mann, Attacke. Bei meinem Schwert, Doria. Ja. Immer diese Sprüche hier zu Beginn. Also ein Hinterhalt nach allem. Ja. Und natürlich der Befehl, weiterhin vorzurücken auf die Haupteinheit. Ganz klar. Die attackieren uns nicht. Das ist vielleicht unser Vorteil. Vielleicht hat auch Schuh mit sowas gerechnet. Also ich muss genau darauf achten, was die machen. Der zum Beispiel. Fuck, warte. Genau, ich wollte gerade sagen, können die nicht attackieren? Genau, den da können sie doch attackieren. Das sind doch keine. Das sind noch mit Sperren. Also greifen die nicht an. Greifen nur wir an. Ob wir jemanden treffen, ist eine andere Sache, aber Versuch war es wenigstens wert. Können die auch schon attackieren? Nein, natürlich nicht. Aber. Nein, warte, so. Attackieren. Und zwar auch die da. Ja, das ist ja schon mal gut gelaufen. Und jetzt. Die können noch nicht attackieren, okay. Jetzt können sie aber attackieren. Genau die da. Genau das ist mein Plan. Und die Einheit ist schon mal weg. So. Eine Einheit schon mal weg. Was haben wir mit dem? Die können wir dorthin warten. Die könnten eigentlich ja auch attackieren, ne? Ach, auch nicht. Wir könnten auch die da attackieren. Die haben weniger Verteidigung, die haben höher Verteidigung. Aber wenn wir die eliminieren würden. Ah, das sah doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Doch eine bessere Chance als erwartet. So, jetzt ist nur noch die hier. Komm, wir gehen im eins nach vorne und eins zurück. Nach vorne, zurück. Die werden erstmal nichts machen. Ich glaube, die hauen ab. Die machen auch erstmal nichts. Ja, dass die attackieren werden, das habe ich mir schon gedacht. Aber das war weder positiv noch negativ für irgendwem. Und die warten weiter. So. Ja, der Feind ist Panikin? Panikin? Ich weiß nicht, was Panikin heißt. Wir können sie nicht besiegen. Ja, wart's ab. Wart's ab! Ah, der Feind hat Angst. Jetzt ist unsere Chance. Folgt mir. Verdammt. Wie ich gedacht habe. In diesem Moment Tai wird. Tai wird gar nichts. Tai wird hier gechillt sitzen. Und nichts machen. Nichts machen. So, mal. Ach, verdammt. Nein, nein, nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst. Dahin und attackieren. Und zwar die da. Dann dürfte die Einheit hoffentlich weg sein. Das wäre am besten, aber ich glaube nicht, dass die weg ist. Die sind einfach zu schwach. Das Problem, Attacke 6, ne? Ja. Ist halt einfach zu schwach. Die attackieren die hier weiterhin. Ah, ja. Okay, das war nicht so gut. Ich hätte einen guten Start gehabt. Jetzt wurde ich überheblich. Weiter nach vorne attackieren und zwar die da. Die Verteidigung ist so hoch bei denen, ne? Wir gucken, vielleicht können die wenigstens die Einheit wegmachen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Auch viel zu wenig auf das, was die attackieren können, also die Attacke selber und das Ganze drumherum. Die bleiben dort. Oh ja, die attackieren jetzt die. Mal
scheint nicht, dass irgendwer leiden würde drunter. Die sind zu ausgeglichen, ne? Die warten weiterhin, das finde ich ganz gut. Ja, Victor ist jetzt weg, oder? Nein, doch nicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, aber jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie definitiv weg, oder? Immer noch nicht, wow. Bin erstaunt. Dass sie den Magier auch nicht einsetzen, ne? Okay. Jetzt zerschmettert sie. Oh Gott, beschützt Tai. Ich würde auch gerne mitmischen. Ich habe nur Angst. Wow, wow. Die Zeit ist genau richtig. Alle Truppen. Los. Lasst keinen Highland-Soldaten fest. Lord Klaus, wir werden attackiert von unserer Flanke. Was hast du da gesagt? Was ist das? Was macht die Two River Armee hier? Hm, der Plan funktioniert. Der Rest überlasse ich dir, Apple. Ja. Ach, lol. Soll das heißen, Ridley war von Anfang an eingeweiht? Kann das sein? Kann das echt sein, dass sie von Anfang an eingeweiht waren? Seriously? Okay, du machst das da und du wirst dann... Aber was hat das für eine Rune eigentlich? Um zwei weitergehen können. Danke. Okay. Gut. Ist ja lustig. Du wirst... Was habt ihr für eine Rune? Ah, may cause double damage. Das ist natürlich interessant. Das mache ich mal für die nächste Dings. Dagegen machen die so oder so schon mal Schaden zufügen. Die haben das echt alles fingiert, oder? Der wusste davon. Das war der Plan gewesen, nur um die dann ein bisschen einzuschüchtern. Raffiniert! Raffiniert! So, Verteidigung 6. Vielleicht geht's ja. Steht da auch drauf, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da irgendwas passiert? Ja, die haben immer eine Einheit getötet, ne? Das reicht nur nicht aus, dass die jetzt komplett verschwinden. Attacke 11. Ja, gut. Dann kommen die auf jeden Fall weg. Nö? Ernsthaft? Hätte mich jetzt enttäuscht. Achso, die können ja so attackieren, genau. Ich weiß noch nicht, wen sie attackieren sollen. Attacke 8. Am besten wäre ja... Warte mal, was haben die für eine Rune? Ah. Das einfach so. Uns tut doch nichts. Tut das doch nichts, ne? Nur dem Feind. Oh, scheiße, uns hat das doch was getan. Ups. Ups. Upsi. Was? Was? Yamko ist gestorben? Ernsthaft? Ist er jetzt für immer weg? Ich dachte, dass diese Fire Sparrow nur auf die Dings gehen. Oh nee, das mache ich nochmal neu.